ein neuer Spitzenreiter, denn der ist weitergesprungen. Der hat noch 2,5 Meter draufgesetzt und haltungsmäßig gibt es hier wohl auch nichts groß auszusetzen. Ja, die Punktrichter sehen das genauso. Also Robert Mateja, der Pole, ist der neue Spitzenreiter. Er und Malisch, das sind die nächsten Spiele. Die ersten vier sind relativ dicht beieinander und dann kommt schon. Zwar gekachelt, gibt es Abzüge, aber der weiteste Sprung des zweiten Durchgangs. 98,5 Meter für Robert Mateja. Und trotz der Haltungsprobleme, jetzt der Spitzenreiter, einen halben Punkt vor Saito. Das muss man nur lernen, dass er Lohn an Delle macht. Kann es gar nicht gehen, dass der in der Dänemark macht und mit dem bisschen die Sicherheit. Dennoch, du solltest ab und zu auch bei diesen Kollegen mal beim Positiven ansetzen, dass der Robert Mateja so eine gute WM-Platzierung ersprungen hat. Alle Achtung. Bei ihm meinst du mir nur gut. Weiß nicht, was der spricht da. As we can see, now Mateja. Por tanto, la